Jetzt hört man mich. Das freut mich mega, Mann. Oh. Da ist eine töfte Ampel hier am Start. Besser, viel besser. Wie ist die Audioqualität? Kann man mich gut verstehen? Und die Videoqualität? Wie ist die so? Schreibt mal rein, bitte. Das ist mega weird, ey. Jetzt komme ich mir nicht mehr vor, als würde ich Selbstgespräche führen beim Fahren. Ist jetzt so Livestream-Action am Start. Kriege ich hier nochmal grün hier, oder was? Komm schon. Guck mal, mein Tacho ist schon zensiert, glaube ich, im Stream. Man dürfte das Tacho nicht sehen durch meine Handyhalterung, die ich übrigens von SP Connect gesponsert bekommen habe. Da wollte ich sowieso noch ein Video zu machen zu der Handyhalterung. Die ist super töfte. Guck mal, jetzt kann ich den Chat lesen, Livestream, alles, das ganze Programm, dank dieser Handyhalterung von SP Connect. Vielen Dank an dieser Stelle. Also der Livestream ist von SP Connect gesponsert, sage ich jetzt mal so. Beides sehr gut. Audio wie in den Motovlogs, Video hängt manchmal leicht. Ja, das leichte Hängen mit den Videos, das ist halt, glaube ich, da bräuchte ich noch deutlich stabileres Internet, dass das gar nicht hängt, glaube ich. Das ist so witzig, ey. Jetzt muss ich aber darauf achten, dass ich nicht in irgendwelche Funklöcher fahre und dass ich nicht in den Tunnel reinfahre und so, wo ich überall dann keinen Empfang mehr hätte. Das wäre nämlich nicht ganz so cool. Das ist so witzig. Diese Vorstellung, dass gerade hier 38 Leute zu Hause sitzen, ganz gemütlich, und mir hier beim Motorradfahren zu gucken, das ist schon was anderes, als so ein Video aufzunehmen. Das ist schon, ich finde das cool. Fahrtunnel kann ich leider nicht machen, sonst ist das Internet weg. Würde ich super gerne mit euch together durch die Tunnel fahren. Das wäre super cool. Alles, was hier passiert, ist ungeschnitten, raw, live für euch da draußen, meine lieben Kumpanen. Hui. Deswegen, also, jetzt darf ich keine Scheiße bauen. Grüß dich, Servus. Weil wenn ich jetzt Scheiße baue, dann kann ich es nicht rausschneiden. Das wäre nicht so gut. Moin, wo geht's hin? Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Ich fahre einfach ein bisschen random so durch Bielefeld, weil ich brauche ja, also ich brauche ja für den Livestream, den Livestream habe ich jetzt über meine mobilen Daten beziehungsweise über mein Handy halt einen Hotspot gemacht. Ich habe mir für heute bei meinem Anbieter, das geht, da habe ich mir für heute für, ich glaube, 7 Euro waren das. Für 7 Euro habe ich heute jetzt unendlich Datenvolumen. Also ich habe für heute unendlich Datenvolumen, das heißt, jedes Mal, wenn ich einen Stream mache, muss ich diese 7 Euro da für unendlich Datenvolumen hinblättern. Genau deshalb habe ich auch jetzt, also das ist der einzige Grund, weshalb ich das in meinem Kanal angemacht habe, habe ich, damit ich das dann öfters machen kann, weil das geht ja dann ziemlich krass ins Geld, wenn ich, ui, der BMW war laut, wenn ich das halt öfters mache. Und deswegen habe ich die Kanalmitgliedschaft aktiviert. Ihr habt die Möglichkeit, mich in, also eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen. Das ist so wie, ich weiß nicht, wenn ihr Twitch kennt, das ist so wie da eine Subscription, nur auf YouTube, ich habe das so niedrig wie möglich eingestellt, diese erste Stufe von Mitgliedschaft, dass das nicht viel kostet. Das kostet 99 Cent im Monat und das ist jederzeit halt kündbar, jeden Monat, also wenn man vor Ablauf des Monats kündigt, dann ist es wieder weg und so. Und das wollte ich jetzt mal ausprobieren, wenn das vielleicht klappt und sich ein paar von euch da mitbeteiligen, dass ich dann halt umso öfter so Live-Motovlogs machen kann. Und eventuell, wenn es richtig cool klappen würde oder so, dann würde ich vielleicht einen überlegen, bei der Telekom geht das, da einen Handyvertrag abzuschließen mit unendlich Datenvolumen, und die haben halt auch besseres Netz, glaube ich, als ich habe Vodafone. Dann würden die Streams, glaube ich, auch flüssiger laufen. Und halt unendlich Datenvolumen, ich glaube, der Vertrag, das waren 70 Euro im Monat, schon ohne Handy, ohne alles, also einfach nur dieser Vertrag, das ist halt schon eine saftige Sache. Deswegen habe ich diese Dingsbums da und Superchat, das ist so wie halt Donation-Gedöns, das ist halt,
das habe ich halt so gemacht, weil das beides sehe ich halt, wenn ich live unterwegs bin. Wenn jemand eine Mitgliedschaft abschließt, auf meinem Handy sehe ich das dann gleich. Oder beim Superchat müsste ich das auch sofort sehen. Ja. Also wenn vielleicht einer gewillt ist, 99 Cent dafür auszugeben, dass das, sag ich mal, öfter möglich ist, diese Livestreams zu machen, dann wäre ich sehr dankbar. Wird der Stream gespeichert? Ja, also ich mache aus dem Stream einen Motovlog. Also ich nehme diesen Stream automatisch mit meiner GoPro zusätzlich auf die SD-Karte auf. Und dann kann ich das Ganze easy peasy halt schneiden und auch dann in flüssiger Qualität in Full HD. Deswegen. Da ist der Rollerboy. Hat er was zu essen für mich? Nen. Schöne weiße Schuhe und Tennissocken am Start hier. Grün. Komm, go, 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 roll. Alter, der kippt ja fast um. Groß, los, los. Hui. Ah, ich finde das ja absolut genial, dass das geht. Dass das so möglich ist, so live einfach zu streamen vom Motorrad. Dass die Technik heutzutage alles möglich macht, klasse. Fahr nach Herford. Ich wette auch auf dem Stück nach Herford habe ich keinen Empfang und da ist der Stream dann weg. Ich muss halt in Bielefeld bleiben, so in der City, wo ich gutes 4G habe. Mit schlechtem 4G geht's halt nicht. Gut, bin neu hier, direkt Abo und Glocke aktiviert. Welches Bike fährst du denn? Vielen Dank für dein Abo. Ich fahre eine Aprilia Dorso Duro 750 Factory. Baujahr 2013. Ja, das ist so eine geile Funktion. Es hat sich jetzt schon gelohnt, dass ich mir die neue GoPro gekauft habe. Es hat sich einfach jetzt schon gelohnt. Das ist so wirklich mal was anderes, als einfach stumpf aufzunehmen und so ein bisschen was zu labern und so. So kann man direkt hier so chatten, sage ich mal, miteinander. Live Interaction. Ich werde der größte Live-Motovlogger Deutschlands. Incoming. Oh, da hinten ist ein Wuffel. Oh, boah, geil. Wuffel, geh nicht. Moin, Alex. Feierabend, oder wie sieht's aus? Hier ist der Livestream Autobahn. Ich glaube, da ist die Netzabdeckung in Deutschland zu schlecht für. Einer hat gefragt, wo man spenden kann. Man kann unten rechts, kann man... Achso, du hast ihm das erklärt. Ja. Auf dieses... Dollar-Symbol, wie auch immer. Aber ich sag mal so, Moin. Moinsen! Bist du hinterher gerast, oder was? Was? Bist du hinterher gerast? Ja, kann man so sagen. Hast du den Livestream gerade gesehen? Was? Hast du den Livestream gerade gesehen? Ja, habe ich. Ich fahr gerade so ein bisschen hinterher. Ich fahr gerade mal gleich rechts neben dran. Ich hab Sticker und so dabei. Was? Ich fahr gleich mal rechts ran. Ich hab Sticker und so dabei. Okay, nice, danke. Cool. Ich wurde gechased. Ich fahre an den Bus-Dingsbums ran hier. Ha, wie cool! So, erstmal moin. 2 Meter Abstand und so, ne? Nein. Was habe ich denn? Ich kann meinen Kopf gar nicht so weit neigen. Rot oder weißen Schlüsselanhänger? Ich glaube, ich habe schon einen. Du hast schon einen? Rot habe ich schon. Da kriegst du einen weißen. Fürs Hinterherchasen. Muss ich aber erstmal finden hier. Sticker habe ich schon mal. Okay. Habe ich auch noch ein paar zu Hause. Saubere Sache. So, hier, weiß. Danke. Bitteschön. Hast du einen Werther gesehen? Du hast mich in Werther gesehen? Werther hier hingefahren. Du bist von Werther hier hingefahren? Ja. Wie viele Kilometer sind das? 15 bestimmt? Ja, ungefähr. Bist du jetzt das ganze Stück, was ich gefahren bin, einfach abgefahren, oder? Nee, ich bin einfach durch die Fußgängerzone einmal. Mega cool. Stoffband hast du auch noch, oder? Habe ich auch noch zu Hause. Hier, nimmst du noch eins auf Reserve mit. Danke. Wie geil, ey. Das ist aber eine geile Sache mit dem Livestream, oder? Das wird die Zukunft. Auf jeden Fall. Gut, ich fahr da mal weiter, ne? Mach's gut. Ciao. Fröhliches Fahrradfahren noch. Ja, danke. Hau rein. Ciao. Wie cool ist das denn? Bordstein! Wie geil, ey, der hat mich einfach gechased aus Werther, das ist voll weit! Das ist mega weit! Oh, ich hab einen Krampf im Oberschenkel! Oh. Ah,
Oh, das ist ja unangenehm. Erstmal Stream-Sniper gefunden. Ich habe mich voll erschrocken auf einmal. What? Was macht der denn jetzt? Oh Mann, ich kenne den ja noch vom Abo-Treffen aus Bielefeld. Übelst korrekter Typ. Alter, was ist denn hier in der Stadt los? Warum laufen so viele Leute durch die Stadt? Ich verstehe das nicht. Checkt ihr das? Was wollen die Leute in der Stadt? Haben doch eh alle Geschäfte zu. Keine Ahnung, Mann. Ich bin voll verkabelt, merkt ihr das? Ich hab eine Powerbank, die meine GoPro lädt, eine Powerbank, die mein Handy lädt. Absolut verkabelt as fuck ist das hier. Läuft die einfach über grün? Hey, hier ist doch grün, warum läuft die einfach? Die läuft einfach über rot. Nicht über grün, über rot. Ich finde die Atmosphäre hier im Stream echt schön. Das ehrt mich wirklich. Also, guck mal, wenn ihr zumindest nicht raus könnt, ich kann euch wenigstens mitnehmen nach draußen. Dann erlebt ihr auch wirklich was. Dann seht ihr auch mal was von Bielefeld. Obwohl das eigentlich mit dem Motorrad so die ganze Zeit durch die Stadt fahren ist ziemlich lame, aber das Ganze, dass ich das streame, macht das halt voll cool. Ich kann es nur wiederholen. Livestream-Funktion, geilste Sache, die es gibt. 42 Leute sind noch am Start und gucken zu. Boah, ich hätte das schon viel früher haben sollen, diese GoPro Hero 7. Das ist einfach eine geniale Sache mit dem Livestream. Und das läuft wirklich sehr flüssig, sagt ihr. Ich kann ja nicht sehen. Ich fahre und sehe den Livestream-Chat und das war's. Oh, doch nicht. Ich wollte ihn reinlassen, aber wenn er nicht will, dann hat er schon. Rain, Dollar Christ. Der ruft um Hilfe.